Die Verwertung von Miscanthus als Biomassequelle gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das Hackgut hat sich als Ersatz von fossilen Brennstoffen positioniert und wird zusätzlich für unterschiedlichste Zwecke herangezogen. Ein Projekt von zwei Landwirten aus Alkoven, Oberösterreich, verdeutlicht das Potenzial der schnell wachsenden Energiepflanze. Im Jahr 2011 wurde die Schule in Alkoven thermisch saniert. Und im Zuge dieser Sanierung, natürlich wollten wir auch irgendwo ein neues Heizwerk kreieren. Nachdem die Schule bisher mit Gas betrieben wurde, sind wir an die Gemeinde herangetreten. Das sind zwei Landwirte in Alkoven, nachdem wir seit 10 Jahren circa Miscanthus-Bestände schon kultivieren und vor Ort haben, ob wir nicht eine neue Biomasseheizung auf Basis Miscanthus hier betreiben könnten. Die Gemeinde war sehr wohlwollend dem gegenüber und wir konnten eigentlich sehr schnell dieses Projekt umsetzen. Stellt sich die Frage, lohnt es sich, als Landwirt ein Projekt dieser Größenordnung umzusetzen? Das kann man sicher weiterempfehlen, weil die Anlage rein mit Miscanthus bereits sehr gut läuft. Und weiters ist ja der Vorteil, nachdem das ganze Hackmaterial, Waldhackgut, bereits höhere Preise hat und zu wenig wird, ist das eine positive Sache. Jeder Landwirt kann Miscanthus anbauen und das kurzfristig innerhalb von ein paar Jahren ernten und verheizen. Dass Miscanthus neben der Verwertung als Brennstoff noch anderweitig Verwendung findet, beweist der Union Reitclub St. Georgen bei Christkirchen. Wir verwenden Miscanthus, weil es erstens ist einmal für uns biologisch wieder abbaubar durch unsere Bauern. Es ist saugfähig, es ist ammoniakbindend, es ist super zu verarbeiten und wir haben mit unserem Maschinenring einen super Partner, die uns das ganze Jahr mit dem Material beliefern. Wir vom Verein Promiscanthus waren auf der Suche nach weiteren Vermarktungsmöglichkeiten und da hat sich eine Anfrage ergeben, da vom Union Reitclub bezüglich Endstreu, das haben wir dann probiert. Mittlerweile machen wir das seit 2009, haben weitere Reitbetriebe dazugekriegt. Es funktioniert wirklich ausgezeichnet. Miscanthus giganteus, ein Tausendsasser unter den Energiepflanzen und eine interessante alternative Ertragsform für Landwirte.